Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu MyTest Creator Server Let's Play, dem wunderschönsten Let's Play der gesamten Welt. Ja, übrigens habe ich als letztes herausgefunden, das hier, das ist nicht ganz legit. Das hier ist nämlich gar nicht ein MyTest Server, sondern ein MineClone. Quatsch, was laber ich? Ein MineCity Server. Das heißt, es ist eine komplett eigene Entwicklung von demjenigen. Und er hat quasi einfach einen MyTest 04 Server genommen, beziehungsweise MineCity ist ein Fork von 0.4. Und er lässt dort aber auch Features von 5.0 einfließen und hat in dem Moment quasi auch das Serverprotokoll aufgebrochen. Das heißt, das hier ist tatsächlich ein Server, der beide Versionen an sich unterstützt. Aber ist nicht vergleichbar mit Original, also es ist kein Mainstream-MineTest. Also nicht Stable, also nicht der originale MyTest-Server, sondern halt wie gesagt eine Eigenentwicklung, ein Fork. Und hat auch mit original MyTest eher wenig zu tun, weil wie gesagt, ist eine Eigenentwicklung, eine Eigenabspaltung, MineCity. Was laber ich da? Nicht MineCity. Wie heißt denn das? Doch, MineCity, oder? Das müsste MineCity sein. Nein. Aber auf jeden Fall dieser komische Android-Port. Also hauptsächlich halt für Android gedacht. MultiCraft? Kann das sein, dass es MultiCraft hieß? Doch, MultiCraft war das, nicht MineCity. Auf jeden Fall ist das nicht original MineTest, sondern halt ein Fork von MineTest, der halt dieses Feature hat, dass er quasi nicht nur strikt nur Vierer-Protokoll unterstützt, obwohl es eigentlich nur Vierer-Server ist. Also auf 04 MineTest basiert, sondern halt auch das MineTest 5 Protokoll beherrscht. So, die beiden Sachen, die bauen wir jetzt hier auf. Ich würde mal sagen, der erste Ring, den machen wir einfach mal weiß. So, jetzt fängt es schon an mit dem Kniffliegen. Das heißt folgen. Hey, Moment mal. Ach, ist ja Sand. So, Sand brauchen wir natürlich erstmal nicht. Kommt mal nach da oben. Hey, wo sind sie? Da. Stein. Oh, wir haben nicht mehr sehr viel Stein dabei. Eieieiei. Ich glaube, wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Stein. So. Ach, warte, ich mach's direkt mit dem Schraubendreher, bevor ich hier noch verrückt werde. Das heißt, wir brauchen jetzt euch beide. Du kommst daran, du. Wow! Okay, der passt nicht, schade. Der passt wieder nicht. Aber die Grundausrüstung ist zumindest schon mal so richtig, dass ich hiermit tatsächlich fast arbeiten kann. Das heißt, ich muss immer nur noch zweimal klicken. Linksklick, was, ne? Linksklick dreht Ausrichtung, rechtsklick dreht. Genau, linksklick. So, fertig. Spaß. Kriegen wir das so hin? Ja, kriegen wir hin. Sehr schön. Sehr geil. Oh, wird doch einfacher, als ich dachte. Sagte er und starb. So, jetzt auch hier wieder. 1, 2. Das Schöne ist halt, ich muss nur den ersten Ring aufbauen. Die anderen Ringe kann ich dann einfach wieder, kann ich dann halt einfach kopieren. So, jetzt kommt der. Na, das ist garantiert nichts. Ja, recht doch. Das heißt, den muss ich tatsächlich einmal dann um die Achse rotieren. So, einmal so. Oha. Das hier müsste jetzt die Achse sein, ne? Das heißt, jetzt müsste. Ja, perfekt, okay. Hier auch einmal drehen. Bam. 1, 2, 3. Okay. Oh, Alter, das ist aber hier.
Jetzt ist unten, jetzt ist nach hinten, jetzt nach vorne. Genau, das heißt, jetzt muss ich nur noch so. Perfekt. Alter, da dahin gehören, Kasper zu bekommen, ist aber schon ne, ein bisschen heftig. So. So, fertig. Erster Ring fertig. Ich meine, von innen können wir gucken, ob wir jetzt das hier so lassen. Oder ob wir da und da auch noch einen Block hinsetzen. Muss man da gucken, wie wir das Ding innen ausbauen. Aber erstmal wird das von innen so aussehen, dass wir halt hier eine gerade Fläche haben, hier ein Block, ne? Also so sieht es halt von innen aus. Können wir halt eine schöne Ringeltreppe hochbauen oder was auch immer. Und von außen sieht es dann halt so aus. Ist doch gar nicht so schlecht, ist doch geil. Doch, sieht geil. Ich find's cool, ich find's schön. Leck mich alle am Arsch. Wem's nicht gefällt, der kann nach Hause gehen. So, jetzt das gleiche nochmal in Rot. Und das Rest können wir dann einfach hochkopieren. Was jetzt auch nicht unbedingt kürzer dauern wird, weil wir müssen das relativ häufig kopieren. Ich meine, gut, da kann man auch ein bisschen tricksen, indem man erstmal quasi immer den mittleren Balken hochzieht und dann alles andere kann man immer mehrere Sachen mit einmal kopieren. Aber es wird halt trotzdem lange dauern. So, jetzt hier nochmal das gleiche. Einmal so, einmal das war falsch. Ja, das war alles doch richtig. Das war so. Das war so, das war so. Und ich passe das von der Textur. Doch, sieht gut aus. Sieht halt so tatsächlich fast dunkler aus, als mir das doch lieb ist. Vielleicht sollten wir doch dieses, das Zeug hier aus dem Cleanstorm, also aus dem... Quatsch, nein. Aus dem hier machen. Wollten wir, glaube ich, auch, oder? Doch, das wollten wir einschmelzen vorher. Ich bin noch bekloppt. Okay. Abbauen. Das Zeug müssen wir vorher einschmelzen. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Das wird so gar nichts. Hä? Wie bekommen wir doch die ganzen Dinger wieder zurück? Na gut. So, das heißt, das alles rekombinieren und dann müssen wir erstmal alles einschmelzen. Das mit dem Cobblestone sieht doch scheiße aus. Beziehungsweise, wahrscheinlich hat es gleich von Anfang an so gedacht gehabt mit dem Cleanstone. Hey, hatte ich auch. Boah, Alter. Hatte ich auch in meine To-Do-Datei so gespeichert mit Desert Stone. Und das hier ist kein Desert. Das hier ist kein Desert Stone, sondern Desert Cobblestone. Das ist also was anderes. So. Dann einfach mal du da rein. Du da rein. Und du da rein. So. Währenddessen können wir jetzt. Hä, wollte ich nicht die letzte Folge die Tür austauschen? Hab ich ja doch nicht gemacht. Na nun dann, na. Was ist denn hier passiert? So, das ist das Schlafzimmer. Hier bei der Toilette wollte ich das machen. Tada. Ah, vielleicht sollte ich dann doch beide Türen austauschen, weil so sieht es halt jetzt halt echt scheiße aus. Habe ich zwar wieder eine Tür über, aber was soll's. Lieber einheitlichen Look. Jetzt habe ich 4 Türen über, danke dafür. Als eine schäbige Innenausstattung hier. So. So. Ja doch, so sieht es besser aus. So sieht es definitiv besser aus. Da kann man mir sagen, was man möchte. Ist mir scheißegal. Ich werde euch alle genüsslich in den Arsch ficken. So, wir haben es sogar noch. Ah ne, das ist alles bereits bearbeiteter Stone. Das ist nämlich dieser komische Kackdings mit diesen. Also, wo die Ränder so anders aussehen. Ja, das hier ist der Brick. Das brickt mir das Herz. Oh, Alter. Nicht lachen. Mit dem Hals ganz scheiße.
Und ja, ihr müsst mir nicht irgendwelche Empfehlungen machen. Ich habe bereits Hustenbonze. Nur im Let's Play Bonbon lutschen kommt scheiße. Sehr scheiße. So, das reicht erstmal hier. Danke dafür, danke dafür, danke dafür. Sollen wir mal loslegen? Achso, ich muss ja noch die Dinger zusägen. Macht hinne. Scheiß Viecher. Das dauert hier. Aber jetzt kann ich mal die ersten Sachen sägen. Ja, müsste reichen. Oder? Nee, reicht nicht. Ach komm. Das heißt, du da, dann haben wir einmal dich. Einmal dich. Und jetzt brauchen wir nochmal 50 Steine ungefähr. Oder 48, um genau zu sein. Fiese Schrägen. Perfekt. Post ja perfekt. So, bam, bam. Hey, 69. Oh ja. 49 Schrägen brauche ich ja für 98. Dingster Monster. Rechnen sollte man schon können. Bevor man rechnet. Aber gut. Damit, dass ich nicht rechnen kann, habe ich gerechnet. Du kommst bitte auch weg. Beziehungsweise kannst du auch eigentlich gleich hier rein. Ich könnte eigentlich gleich mal einen Hammer bauen. Dann kann ich meine Spitzhacke mal wieder reparieren. So, einmal so, einmal so. Halt, da bitte. Dankeschön. So. Gibt es hier eigentlich so eine Item Frame? Nee, ne? Doch, gibt es. Item Frame. Die Frage ist, funktionieren die? Oh, ich habe ein richtiges Add-on dafür. Weil bei dem hier, ne, bei dem X-Dekor, da bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich funktionieren. Hä? Ernsthaft jetzt? Okay, die haben also beide das gleiche Rezept. Podest. Ist mir ehrlich gesagt fast zu protzig für ein, für ein Hammer. Da wäre mir halt so ein Item-Frame schon lieber. Nur die Frage ist der protected? Oder können beliebige Spieler mir das Werkzeug klauen? Ich meine, es wäre halt nicht so schlimm, ist jetzt nicht so teuer, aber es wäre halt trotzdem blöd. Wir brauchen einmal Papier. Papier und Stöcker. Da mache ich mir jetzt einfach mal so ein Ding hier. Ja, es war nämlich genau das Falsche. Ach, warum kann man nicht umwechseln? Warum kann man hier nicht einfach switchen zwischen den Möglichkeiten? Das ist ein Feature, das braucht MyTest definitiv noch. Das funktioniert so nicht. Ach, scheiße. Scheiß drauf. So. Dann machen wir das nämlich hier hinter. Quatsch, doch nicht dahin. Bitte auch bei dem entsprechenden Kasten, also da drüber. So. Jetzt, du darauf, du reparieren. Jetzt wieder du da rein. Her damit. Perfekt. Ah, okay. Owned by Ronix. Das heißt, das Ding ist geschützt. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Okay. Da fällt mir glatt ein Stein vom Herzen. Ich meine, gut, es ist noch kein Beweis, dass es auch wirklich funktioniert. Aber es sollte zumindest funktionieren. Also, der Versuch ist da. Schon hart traurig, ne? So, bitte wieder austauschen und jetzt ab zum Leuchtturm. Yay, volle Fahrt voraus. Wir sind schon wieder verhungern. Was ist denn hier los? Merkt man immer schön daran, dass man nicht mehr sprinten kann. Oder daran, dass man irgendwann Schaden nimmt. Ah, diese scheiß Dinger hier, Alter. Oh, die gehen mir so hart auf den Sack. Vor allen Dingen, weil hier halt noch nichts ist. Also, wenn man da den Himmel sieht, fallen die halt sofort auf.
Sonst würde ich die halt spätestens beim Hotel bauen, halt sowieso abbauen, weil die dann einfach wahrscheinlich auch im Wege sind. Aber sie sehen halt einfach so scheiße aus und stören so. Warum sind die da? Warum gibt es diese Dinger? Wer hat die erfunden? Was soll der Mist? Irgendjemand hasst mich garantiert. Also garantiert eine persönliche Aktion. Der reibt sich gerade die Hände und denkt sich so, oh, dieser Ronny, der wird sich aber gerade... Ah, der wird sich gerade so tot ärgern. Er wird sterben, der wird jetzt was machen. Ja. Genau so denkt er garantiert. So, du bitte dahin. Und dahin. Und dann du dahin. Und dahin. So, das gleiche jetzt hier. Bitte dahin. 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 Und dahin. So. Dahin. Wir sollten vielleicht aber irgendwo eine Lücke lassen, damit wir auch reinkommen. Ja. Wäre vielleicht mal ganz günstig. Sonst bekommen wir früher oder später ein Problem. Ich würde mal sagen, der Einfachheit halber bauen wir einfach die beiden Blöcke wieder ab. Ja, das hat gut funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. Und wir haben natürlich keinen Klingstone. Er willst mich jetzt verarschen. Willst du mich jetzt verarschen? Ey, krieg ich Alter. Weißt du was? Fick dich. Einfach aus Prinzip, fick dich. So. Haben wir jetzt alles gemacht? Ja, dann kann ich jetzt mit dem Schraubendreher alles hindrehen, so wie es sein soll. So und so, so, so. Ja, danke. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Perfekt. Jetzt kommen bloß noch die Schrägen hier rein. Da muss ich dann wieder zweimal drehen immer. Ja. Erde habe ich auch keine dabei. Gut, dann mache ich hier einfach mal mit Sand ein bisschen hochbauen, damit ich hier so raufkomme. Ach, so. Easy. So, wie war das jetzt? Hä? Was habe ich das Ding weggepackt? Was ist das Brett hier? Ein beklopptes Stück Scheiße, ey. Was denn? So. Okay. Erstmal so drehen. So drehen. Das war richtig genau. Jetzt kann ich das Ding so. Perfekt. 4 ist unten. Jetzt immer noch. Nee, es ist da. Jetzt ist genau. So. Ja. Perfekt. Alter. Ja, perfekt. Boah. Da bekommst du echt, da musst du immer, wirklich immer, zum einen musst du den Blick behalten, wo der Anker ist. Weil wie gesagt, mit rechts muss ich erstmal den Anker rotieren. Oder die Achse. Wobei die Achse ist genau genommen falsch, weil die Achse wäre eine durchgehende Achse und du hast ja quasi ein, obwohl eigentlich so gesehen wäre es halt doch fast richtig, aber du hast halt, du rotierst jetzt zum einen die Achse, um was du das Ding dann später drehst. Und zum anderen aber auch innerhalb der Achse, ob es halt so rum oder so rum ist, ne? Also wie rum die Achse quasi, ist auch egal. Und dann musst du es halt um die Achse nochmal drehen. Und da den Überblick nicht zu verlieren. Ich meine, klar, man könnte auch einfach so oft klicken, bis es irgendwann passt, aber das wäre halt eine Schraubendreherverschwendung und ich komme aus armen Verhältnissen, ich muss bei Mausklicks sparen. Ja. So, und jetzt können wir nämlich einfach diese beiden Kreise immer als Vorlage nehmen und das Ding einfach mal hochkopieren. Ja, können wir natürlich auch wieder mit World Edit oder vielmehr wieder, aber auch können wir auch mit World Edit machen, aber nein, wie gesagt, World Edit ist im Let's Play ein No-Go. Machen wir nicht. Das heißt, wir machen stattdessen, aber jetzt können wir eigentlich sogar einen auch so hier machen. So, 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 so. Okay, hier geht's nicht. So, 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 so.
so, also, ne, ist halt einfach immer das Gleiche. Man klickt halt einfach einmal Rechtsklick mit der Shift-Taste, jetzt nur Rechtsklick, jetzt wieder Rechtsklick mit Shift-Taste, nur Rechtsklick und das einfach so lange wiederholen, bis alles fertig ist. Also es ist eigentlich relativ easy. Nur man darf sich halt auf die Easy-Heit nicht ausruhen, sonst macht man gerade irgendwann einen Fehler. Gut, weil es jetzt nicht so schlimm wäre, aber muss halt nicht sein. Das geht tatsächlich erstaunlich schnell. Hätte ich ja jetzt so nicht gedacht, dass es so schnell geht. Digga, wir sind schon mit der zweiten, mit fast fertig. Was ist denn hier los? Leider können wir immer nur zwei Reihen mit einmal machen. Gut, ich meine, wir könnten auch ein bisschen mehr machen, aber das ist unnötig schwer und unnötig kompliziert und ich hasse unnötig schwere und unnötig komplizierte Sachen. Von daher. Ja, und das werden wir dann die ganzen nächsten Folgen, also nicht die ganzen nächsten Folgen machen, die nächste Folge zum Beispiel, wenn wir jetzt mal wieder was ganz anderes machen, also zum Beispiel beim Hotel weiterbauen, dass ein bisschen Abwechslung drin ist. Jetzt haben wir zwei Folgen hier am Turm gebaut. Der Turm nimmt langsam Gestalt an, in dem Sinne, dass man zumindest weiß, wo die Reise hingeht. Aber wie gesagt, zwei Folgen reichen erstmal. Ich habe ja extra ein paar Sachen hier gemacht, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Von daher sollten wir die Möglichkeit auch nutzen. Sonst haben wir davon keinen Nutzen. Ich brauche Urlaub. Naja, ich habe ja jetzt erstmal viel Zeit, viel Ruhe. Da ja dank Corona die Schulen geschlossen sind. Ich meine, ich werde natürlich nicht auf der faulen Haut rumsitzen die ganze Zeit, sondern tatsächlich Schule machen, weil bei uns ist Prüfungszeit. Das heißt, man könnte auf der faulen Haut sitzen. Das wäre aber dumm. Aber man muss natürlich trotzdem schon zugeben, dass man, wenn man alleine zu Hause arbeitet, es wesentlich entspannter ist als jetzt. Wow, hat funktioniert. Als in der Schule die ganze Zeit immer, ne, weil zum einen entfällt halt der Weg zur Schule und von der Schule nach Hause. Zum anderen kann man sich natürlich seine Schulzeit, wenn man zu Hause ist, wesentlich freier gestalten. Das heißt, man hat nicht so oft einen Burnout. Also man kann halt einfach sagen, okay, ich brauche mal kurz eine Pause für eine Stunde. Dann macht man halt eine Stunde weiter oder so. Ist schon wesentlich angenehmer. Andererseits gibt es aber halt auch Probleme, also gibt es halt Leute, die damit Probleme haben, sich die Sachen frei zu gestalten, weil sie dann halt dahin abdriften, dass sie sagen, okay, warum jetzt? Ich kann es ja auch in einer Stunde machen. Also kann ich jetzt mal eine Stunde lang Spiele spielen. Dann spielen sie ein Spiel. Dann sagen sie nach der Stunde, okay, warum soll ich ausgerechnet jetzt weitermachen? Ich kann ja noch mal eine Stunde weiterspielen und erst dann die Schule. Es rennt ja nicht weg. So, ne? Kennt man ja. Faulheit ist ein böses Omen. Nicht Omen, wie sagt man? Ein böses Laster. Ja, so wird dann später der Turm in voller Pracht aussehen. Ne? Wie gesagt, immer abwechselnd. Ich hätte halt lieber gerne hellere Farben, also richtig weiß, richtig rot, aber naja. Mal gucken, vielleicht füge ich später wirklich irgendwann mal eine Mod hinzu, die auch bunte Blöcke hinzufügt. Das Problem ist halt, bei solchen Mods, die halt viele farbige Blöcke hinzufügen, dass man denn ja jeden Block auch zuschneiden kann. Und das würde früher oder später darauf hinauslaufen, dass das Inventar komplett vollgeklatscht ist. Weil man sieht halt, alle wegbaren Möglichkeiten sind halt hier mit drinne und ja, das heißt, alleine für einen Block hätte man dann hier, wobei es geht eigentlich eben. Doch, genau, die ganzen Sachen sind hier mit drinne. Ja. Man sieht jetzt schon über 20 Seiten, also allein über die Hälfte davon ist bereits das, was hier drinne ist. Und wenn dann auch noch farbige Blöcke mit hinzukommen, das wären ja, ich weiß gar nicht, wie viele Farben es gibt unter meinem Test. Also,
Klar, und unter MyTest gibt es natürlich alle 16 Millionen Farben im RGB-Spektrum, klar. Aber jetzt an Farbblöcken, da gibt es ja garantiert mindestens 12 Standardfarben. Das heißt, wir hätten halt nochmal 12, die dann auch wieder in allen Sägemöglichkeiten drin sind. Das heißt, wir hätten dann auf einmal statt 40 Seiten auf einmal schon mal 60 Seiten. Das heißt, von allen 60 wären dann alleine zwei Drittel nur durch zusägbare Sachen. Das spammt halt so unglaublich das Menü hier voll. Und das mag ich halt persönlich nicht so sehr. Das war auch halt damals mein Bedenken, als ich diesen Kreativserver aufgemacht habe. Das, was ich persönlich am kreativen Server so nicht mag, dass egal wo man hingeht, wenn man sich immer mit dem Server joint, mit dem Server joint, klar, auch mit dem Server verbindet, dass man denn hier irgendwie 200 Seiten hat, da blickst du einfach nicht mehr durch. Also, dann kannst du das hier auch weglassen, wenn du da ewig nach irgendwas suchen musst. Ich meine, okay, du hast hier halt diese Hilfe, diese Filter, aber du musst halt auch schon wissen, wie das heißt, wonach du suchst. Und da es da keine Regel gibt, haben wir ja letztens gesehen, ne, als ich nach einer, wo habe ich gesucht, keine Ahnung, als ich diese Switching Station da gefunden habe, und das denn doch anders hieß im Game, als ich es halt vermutet hätte. Ja, dumm gelaufen. So, egal. Jo, das, wie gesagt, soweit erstmal der Ton. Sieht wunderschön aus. Ich weiß noch nicht, wie hoch ich das Ding bauen werde. Aber ich würde mal sagen, wie gesagt, wir bauen den halt immer nur Stück für Stück. Und dann gucken wir mal immer, wir bauen das Ding halt wahrscheinlich immer ein bisschen parallel zu dem Hotel. Weil ich würde mich bei der Höhe halt doch schon gerne am Hotel orientieren. Dass das Ding quasi, also die Spitze von dem Leuchtturm ungefähr auf der Höhe von der Spitze des Hotels ist. Das dürfte dann wahrscheinlich optisch am besten aussehen. Vor allem, das Ding ist halt wirklich extrem riesig. Ne? Von der Breite her ist das Ding schon arg riesig. Ich meine, gut, vom Weiten weg sieht wieder ganz anders aus. Das passt schon. Aber guck mal, die Breite da zwischen den beiden Bäumen zum Beispiel, die ist. Ja, keine Ahnung. Könnte fast hinkommen. Also man sieht schon jetzt, es wird schon wirklich kleiner. Also, ne, vom Weiten ist das schon in Ordnung. Also, es passt schon. Aber es ist halt doch wesentlich größer, als ich am Anfang halt gedacht hätte. Weil, ne, meintest, da denkt man halt, ein Turm ist immer 3x3 Blöcke groß. Ja, da ist das Ding doch schon ein bisschen größer als 3x3 Blöcke. Aber es geht tatsächlich. Doch, das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das wird geil. Da wird von der Größe her das Problem, das Hotel hier schon eher das Problem, weil das wird halt wirklich scheiße riesig. Deswegen versuche ich das Ding hier auch auf zwei Blöcke, auf zwei Etagen zu limitieren, weil ansonsten wird es halt, es ist halt von der Grundfläche halt auch eher relativ klein. Für ein Hotel ist das schon klein. Und wenn ich dann hier so 20 Etagen mache, sieht dann aus wie so ein, ja, da könnte ich quasi aus dem Hotel einen Leuchtturm machen. Kommt da einfach so eine Kerze oben drauf, fertig, Leuchtturm. Okay, immerhin eine Fackel. Ist schon ein bisschen heller. Das ist sowieso das, was ich bei dem Leuchtturm ein bisschen problematisch finde, wie wir da oben denn das Leuchtmittel realisieren. Weil ein Meseblock, das sieht dann aus wie gewollt und nicht gekonnt. Also da sollten wir schon ein bisschen was Größeres reinmachen, dass wir sagen, okay, wir machen da so 3x3 Meseblöcke. Also als Würfel denn 3x3x3 Meseblöcke rein. Die Frage ist, kann man denn also so viele Meseblöcke mit einmal mit Mesekon ansteuern? Oder können wir denn bloß die unterste Reihe ansteuern und die oberen zwei Reihen bleiben dauerhaft aus? Das wäre dann auch wieder scheiße. Da müssen wir dann noch gucken, wie wir das dann am besten bauen. Aber wie gesagt, da lasse ich mir komplett offen, wie wir das Ding gestalten. Das überlegen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal bauen wir den Turm. Und konzentrieren uns auch darauf erstmal. Da haben wir schon mehr als genug zu tun. Ja, von daher würde ich mal sagen, das Ganze haben wir völlig umsonst gebaut. Kann ich alles wieder zurück. Quatsch. Ja. Ach komm, ich mach einfach Feierabend. Ja, Feierabend. Rest kommt nächste Woche. Ist hier noch was drin? Nee, ne? Haben wir alles rausgenommen. Die Öfen sind allesamt leer.
Sehr schön. Dann gehen wir mal ins Keller, damit wir auch nächste Folge schön mit dieser Pracht hier, mit diesem wunderschönen Kellergewölbe aufwachen. Also aufwachen, naja, joinen halt. Jütchen, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Woche. Dann sehen wir uns übermorgen zur nächsten Woche dann wieder. Wenn ich bis dahin nicht schon an Corona gestorben sein sollte. Weiß man ja nicht, ne? In dem Sinne, ciao mit V. Ich hoffe, auch die Aufnahmen sind alle gut geworden. Ja, das ist halt nicht halt immer so ein bisschen, ne?